Herr Ingenieur Köbel, es wird sehr viel diskutiert über Photovoltaik. Macht der Bau einer Anlage überhaupt Sinn? Natürlich macht es Sinn. Also wir leben im Solarzeitalter und wenn man sich alleine vorstellt, dass die Sonne in 3 Stunden die Energie schickt, die wir weltweit in einem Jahr verbrauchen, ist es Argument genug zu sagen, ja zur Sonne, die Sonne schickt uns keine Rechnung. Wenn nun ein Photovoltaik-Interessent zu Ihnen kommt, was schauen Sie sich als erstes an? Wie schaut es aus mit Dach? Was für Dach ist drauf? Die Ausrichtung, die Neigung der Anlage, dann die Umgebungsverschattung. Das wird dann alles festgehalten. Der Kunde bekommt eine Berechnung, was der Ertrag für seinen Standort zu erzielen ist. Und ganz wichtig ist auch, dass ich weiß, wie viel Strom verbraucht der Kunde selber. Die Anlage der Photovoltaik richtet sich nach der Größe des Verbrauches und wir schauen uns natürlich auch an, wo kann man Energie einsparen. Heizsystem, Änderung vielleicht von Elektrogeräten, alten Geräten, um da quasi auch noch das Ganze zu optimieren. Er will natürlich Energie sparen, er will die Betriebskosten senken und er will natürlich den Strom optimal verwerten. Und dazu muss man sich natürlich das gesamte System anschauen. Wir beraten den Kunden hinsichtlich der Förderung, der Höhe der Anlage, damit es eben das Ganze zusammenpasst und der Kunde am Ende des Tages auch glücklich ist und zufrieden. Das heißt also, Sie machen eigentlich alles für mich. Was ist da der nächste Schritt ganz konkret? Das erste ist eine Bauanzeige bei der örtlichen Baubehörde. Wir bereiten den Kunden das vor, dass er quasi einen Einreichplan hat, dass er die ganzen Sachen, dass er fix fertig alles hat, dass er nur mehr die Unterschrift drunter setzen muss. Schritt 2 ist, ein Ansuchen zu stellen, in dem Fall in Niederösterreich bei der EVN. Der Schritt 3 ist dann das Ansuchen bei dem Land Niederösterreich um Anerkennung als Ökostromanlage. Und nach dem Schritt 3 können wir bereits mit der Umsetzung beginnen. Das ist ganz wichtig für die Förderung. Es gibt heuer wieder eine Klimaförderung 2013. Das heißt, wir sprechen hier von einer Direktförderung pro Anlage von 1.500 bis 2.000 Euro Bargeld. Gefördert werden heuer 24.000 Anlagen. Welche Photovoltaikanlagen gibt es eigentlich? Wir haben Indachsysteme. Wir haben Aufdachsysteme. Wir haben fassadenintegrierte Anlagen und wir haben auch Freiflächenanlagen. Und das Schöne bei uns ist, Sie können alle diese Anlagen bei uns in Openis besichtigen. Das heißt, man sieht sofort, wie schaut es aus, die Optik und auch der Ertrag. Und welches System empfehlen Sie mir jetzt ganz konkret? Es kommt immer darauf an, auf die Situation. Ist es ein bestehendes Dach und das Dach ist gut, dann wähle ich aufgrund der Situation ein Aufdachsystem. Das sieht man überall. Und ist auch relativ leicht zu realisieren. Wenn ich ein Dach neu mache, dann kann ich gleich statt den Ziegeln quasi das Glasmodul nehmen, im Dach verbauen. Ich habe damit geringere Kosten beim Dach und bekomme auch in diesem Fall ein bisschen mehr Förderung und es ist eine optische, schöne Lösung. Die dritte Variante ist eine fassadenintegrierte Variante, wir sehen sie im Hintergrund. Hier ist die architektonische Lösung eben im Vordergrund und man hat auch Erträge im Winter. Und dann gibt es ja noch diese Freiflächenanlagen. Wann kommen die zum Tragen? Kommen dann zum Tragen, wenn der Kunde am Dach keinen Platz hat oder die Neigung oder die Ausrichtung nicht passt oder eben auch im ländlichen Bereich. Dort verbauen wir fix aufgestellte Anlagen oder nahe der Sonne nachgeführte Anlagen. Und durch die Nachführung kann man halt sehr gute und höhere Erträge erzielen. Und zuletzt noch die vielleicht wichtigste Frage, wann amortisiert sich so eine Anlage? Nach unserer Erfahrung her zwischen 12 und 15 Jahren. Und wie wird das berechnet? Wir haben dazu einen eigenen Energierechner, den wir dann beim Kundengespräch gemeinsam mit dem Kunden mit den Daten ausfüllen und die Amortisation errechnen können.